Für unsere Eltern und Großeltern war das tägliche Brot keine Selbstverständlichkeit. Und diese Dankbarkeit haben wir von ihnen gelernt. Deshalb segnen wir jedes Brot mit einem Kreuzzeichen, bevor wir es anschneiden. Wie viel Arbeit steckt in einem Glas Wein? Die Winzer könnten es uns erzählen. Wir wollen schauen, was uns die Erde Gutes spendet und was fleißige menschliche Hände dazu beitragen, wie wir es in unserem Kirchenlied singen. Und am Ende ist doch an Gottes Segen alles gelegen. Er lässt es werden und wachsen, den Roggen, den Weizen. Und auch den Wein lässt er wachsen und gedeihen. Mancher Weinstock wird Jahrzehnte alt und trägt immer noch gute Frucht. Das Getreide wächst jedes Jahr von neuem. Roggenkörner, Weizenkörner. Aus Roggenmehl und Weizenmehl, aus Salz und vielerlei Gewürzen, Hefe und Wasser entsteht ein guter Brotteig. Und sicher hat jeder Bäckermeister noch so sein eigenes Geheimnis. Der Weinberg braucht viel Pflege und Aufmerksamkeit. Drohen Fröste, Pilzkrankheiten, Sonnenbrand? Wachsen die Trauben? In partnerschaftlicher Zusammenarbeit klappt es besser. Brot braucht viele Arbeitsschritte und Handgriffe, damit es gut wird. Und es braucht auch Zeit. Man muss es gehen lassen. Also ich entblätter da jetzt ein wenig, damit schon Sonne an die Trauben hinkommt. Der Weinberg macht viel Arbeit das ganze Jahr. Geht vom Frühjahr schon an, vom Schneiden, oder von der Bogrebe anzuschneiden, dann wird die angebunden und dann wächst aus jedem Trieb ein Trieb heraus, aus jedem Aug. Das Heuer sind die halt erfroren, die ersten Triebe, die waren so hoch, dann kam der Frost am 12. Mai und dann ist das erfroren alles. Und gut, wir sind halt auf dem Wetter angewiesen.
Es ist jedes Jahr anders, wir sind in der Natur, wir müssen uns den Gegebenheiten in der Natur anpassen. Und das ist eine Herausforderung und das macht es immer wieder auch interessant und auch immer wieder neue Eindrücke, dass man da ganz einfach nicht in der Fabrik ist, wo immer gleichbleibende Temperatur ist, sondern man ist vom Wetter und von dem Geschick von außen abhängig davon. Wie lange muss das backen dann? Normalerweise 1 Stunde und 10 Minuten. Im Lied heißt es weiter: Wir legen unsere Gaben nieder als Lob und Dank vor deinem Thron. Herr, schenk sie uns verwandelt wieder in Jesus Christus, deinem Sohn. Wie Wein und Wasser sich verbinden, so gehen wir in Christus ein. Wir werden die Vollendung finden und seiner Gottheit teilhaft sein. Wir dürfen also dankbar genießen, was uns geschenkt ist. Im Buch Kohelet steht: So geh hin und iss dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen.